Ja, Thema des heutigen Videos ist die Frage, wie kriege ich von einer realen externen Regelstrecke die Sprungantwort in mein BORIS und wie kann ich die Sprungantwort dort gegebenenfalls auswerten. Dazu habe ich Ihnen einmal einen Hardwareaufbau vorbereitet, den sehen Sie hier in dem mittleren Fenster, den gucken wir uns gleich ein bisschen genauer an und dann habe ich auch schon die entsprechende Struktur in BORIS aufgebaut, die sehen wir uns dann im zweiten Schritt an. Schauen wir zunächst mal auf die Hardware-Konfiguration. Meine externe Regelstrecke ist in diesem Fall eine elektronische Regelstrecke. Das ist hier diese rechte Kiste. Das ist im Prinzip eine Regelstrecke aus zwei Teilblöcken, die ich über entsprechende Schalter konfigurieren kann. Ich habe die Regelstrecke hier jetzt konfiguriert als PT2-Regelstrecke. Das ist die Regelstrecke, die ich gleich erfassen möchte. Über diese Drehknöpfe hier kann ich jetzt den Proportionalbeiwert der Regelstrecke einstellen. Das ist der linke Knopf hier, wo das KS unten dran steht. Und ich kann die beiden Zeitkonstanten der beiden beteiligten PT1-Glieder einstellen. Die Regelstrecke ist von mir konfiguriert, wie gesagt, als PT2-Regelstrecke, also eine Reihenschaltung aus zwei PT1-Blöcken. Der Proportionalbeiwert hier ist auf ungefähr 0,6 eingestellt. Sie sehen, das sind so Drehknöpfe, das kann ich also nicht exakt machen, spielt aber auch keine Rolle. Also wie gesagt, ein Proportionalbeiwert von ungefähr 0,6. Zeitkonstante des ersten PT1-Blocks habe ich auf ungefähr 2 Sekunden eingestellt und die des zweiten PT1-Blocks auf ungefähr 4 Sekunden. Nicht also meine Regelstrecke. Eine nicht wirklich reale Strecke, aber eine nachgebildete reale Strecke in elektronischer Form ist ein PT2-Glied mit einem Proportionalbeiwert von ungefähr 0,6 und Zeitkonstanten von ungefähr 2 und 4 Sekunden. Eingangsgröße der Regelstrecke ist hier vorne die Buchse, wo das rote Kabel reingeht. Ausgangsgröße ist hier hinten die Buchse, wo das blaue Kabel rauskommt. Ich muss also aus meinem BORIS raus jetzt über das rote Kabel mein Sprungsignal aufschalten und dann kann ich über das blaue Kabel die Sprungantwort einlesen. Damit das funktioniert, brauche ich, und das ist der entscheidende Punkt bei diesem Experiment, ich brauche ein I/O-Interface. Das heißt, ich brauche ein Interface, was mir von BORIS aus den Kontakt nach außen ermöglicht. Das kann eine SPS sein, das kann ein Logo sein, das kann ein Arduino sein oder irgendein kommerzielles Interface, beispielsweise über USB. Mein Interface ist so ein USB-Interface, in diesem Fall von der Firma Leibold. Das ist das, was Sie hier links sehen. Das kommuniziert über USB, das ist hier dieser Anschluss hier links unten, mit dem PC, mit meinem BORIS. Das hat je zwei analoge Eingänge. Sie sehen hier links, das sind die Inputs, zwei analoge Eingänge, zwei analoge Ausgänge, hier rechts die Outputs und diverse digitale analoge Ausgänge, die wir aber in unserem Fall nicht brauchen. Das Ganze ist schon fertig verkabelt. Sie sehen, das Interface gibt gleich über den ersten Analogausgang den Sprung auf die Regelstrecke und liest über den ersten Analog-Eingang, das ist das blaue Kabel, die Sprungantwort aus. Und dieses Interface hat jetzt ein Pendant in meiner BORIS-Struktur und das ist dieser Block in der Mitte hier. Also dieser Block entspricht genau dem Hardware-Interface. Das X ist, wir gucken es uns nochmal an, ja, das war das Falsche, das brauchen wir gleich erst. Das X ist hier mein analoger Ausgang, da gebe ich den Sprung raus auf die Strecke und das A ist mein analoger Eingang, da lese ich die Sprungantwort ein, das ist der Ausgang dieses Blocks. Und die restliche Struktur ist jetzt ganz einfach, ich schalte über einen Sprungsignalgenerator aus BORIS raus einen Sprung von 0 auf 10 Volt auf die Strecke und lese dann die Sprungantwort zurück und zeige sie, und jetzt kommt das zweite Fenster ins Spiel, was ich eben schon hatte, in meinem Zeitverlaufsblock an. Ich muss mir ein paar Gedanken machen über die Simulationsdauer. Wir hatten gesagt, Zeitkonstanten von 2 und 4 Sekunden. Das heißt, mit einer Simulationsdauer von 20 Sekunden für die Sprungantwort sollte ich hinkommen.
Simulationsschrittweite habe ich auf 25 Millisekunden eingestellt. Das ist klein genug, damit wir eine genaue Sprungantwort erhalten. Und jetzt kommt der zweite wichtige Punkt. Ich muss Boris im Gegensatz zu normalen Simulationen im Echtzeitbetrieb laufen lassen. Warum? Damit die 20 Sekunden in Boris auch echten 20 Sekunden entsprechen. Nicht ansonsten würde Boris so schnell rechnen wie möglich. Ich würde also eine zeitlich gestauchte Sprungantwort kriegen. Immer wenn ich Boris koppeln möchte an irgendwas in der Außenwelt, muss ich normalerweise im Echtzeitbetrieb arbeiten, sodass die 20 Sekunden gleich tatsächlich 20 Sekunden sind. So, und das ist alles, was ich jetzt machen muss. Und jetzt kann ich meine Sprungantwort aufnehmen. Und dann sollte ich hier in meinem Anzeigefenster die typische Sprungantwort einer PT2-Regelstrecke kriegen. Also starten wir mal unser Experiment. Sie sehen, da tut sich schon was. Das dauert jetzt exakt 20 Sekunden. Sie sehen, hier unten läuft die Zeit mit. Die zählt also tatsächlich im Sekundentakt drauf. Die Hälfte haben wir jetzt rum. 15 Sekunden. Und jetzt ist unsere Sprungantwort komplett. Ich mache das Ganze mal ein bisschen größer, dann können wir es besser erkennen. Wie Sie sehen, ich hatte gesagt, ich habe einen Proportionalbeiwert von ungefähr 0,6 eingestellt. Wie Sie sehen, in Wirklichkeit ist er ein bisschen größer, ungefähr 0,62. Wir sehen die typische S-Form von der PTN-Regelstrecke. Zeitkonstanten müssten jetzt grob 2 und 4 Sekunden sein. Und diese Regelstreckensprungantwort kann ich jetzt natürlich weiterverarbeiten. Bei einer realen Regelstrecke würde ich das KPS und die Zeitkonstanten natürlich nicht kennen, normalerweise. Das heißt, ich könnte jetzt versuchen, aus der Sprungantwort die entsprechenden Kenngrößen zu bestimmen. Man spricht von einer Identifikation der Regelstrecke. Nicht das KPS ist relativ einfach, das kann man ablesen, das ist 0,62 ungefähr. Die Zeitkonstanten kann man nicht so ohne weiteres ablesen. Dazu bietet Boris aber verschiedene Möglichkeiten an. Insbesondere das sogenannte System Identification Center. Das holen wir uns jetzt mal hier rein. Das ist dieser Block hier oben. Das kann nämlich aus einer Sprungantwort nach verschiedenen Verfahren automatisch das Streckenmodell oder die Streckenparameter genauer gesagt bestimmen. Sie sehen, dieser Block hat drei Eingänge. Wir brauchen nur die ersten beiden. Das I steht für Input. Da knüpfen wir unser Eingangssignal dran, unseren Sprung. O für Output, da kommt unsere Sprungantwort dran. Den dritten Eingang, Enable-Eingang, brauchen wir nicht. Außerdem gehört zu dem Block dieses Fenster. Das macht im Prinzip auch nochmal parallel eine Anzeige und dient gleich auch zur Auswertung. Wir starten also jetzt unser Experiment nochmal. Da tut sich jetzt während der Simulation nichts in dem Fenster, sondern gleich erst, wenn wir fertig sind. Wir müssen also jetzt warten, hier unten wieder, bis unsere 20 Sekunden um sind. Haben wir gleich geschafft. 15. 20. Jetzt sehen Sie in diesem ersten Fenster, ich mache das auch mal wieder größer, einmal den aufgeschalteten Sprung in Orange und die Sprungantwort in Dunkel. Hier könnten wir jetzt zum Beispiel noch einen Arbeitspunkt rausrechnen. Nicht, wenn der Sprung nicht bei 0 war, sondern später, wenn das System sich schon in einem bestimmten Arbeitspunkt befand, also nicht im Ursprung in der Nulllage, dann könnten wir das jetzt rausrechnen. Ich kann also jetzt hier normieren. Das brauchen wir in unserem Fall nicht. Wir haben den Sprung zum Zeitpunkt 0 aufgeschaltet und die Ausgangsgröße war in dem Moment auch 0. Also wir müssen nichts normieren. Wir können direkt in die Analyse gehen und können jetzt eine Streckenanalyse machen. Ich gehe also jetzt mal auf Ermitteln. Und jetzt erkenne ich, dieses System Identification Center hat eine Strecke mit Ausgleich, aperiodisch, also nicht schwingfähig erkannt. KPS, Proportionalbeiwert, ist 0,62. Das hatten wir eben auch schon abgelesen. Und jetzt können wir in die Identifikation reingehen, um noch unsere Zeitkonstanten zu kriegen. Und da gibt es verschiedene Modellansätze, die sehen Sie hier unten. Wir sehen, das ist hier eine PTN bzw. PT2-Regelstrecke. Deswegen gehen wir mal auf den Reiter PT2.
TT, also gegebenenfalls mit Tod sein. Und jetzt gibt es hier verschiedene Verfahren. Ich nehme jetzt einfach mal dieses Verfahren von Naslin, betätige die Ermittelschaltfläche und jetzt sehen Sie, das Verfahren ermittelt mir eine erste Zeitkonstante von 3,7 Sekunden und eine zweite von ungefähr 1,7. Ich hatte Ihnen gesagt, ich habe ungefähr 2 und 4 eingestellt, das passt also sehr gut. Das sehen Sie auch, dazu mache ich das noch mal ein bisschen größer. In diesem Fenster hier ist nämlich die gemessene Sprungantwort und die Modellsprungantwort übereinander gelegt. Sie sehen, die sind praktisch deckungsgleich. Nicht? Da liegt hinter der dunkelroten Kurve noch eine blau gestrichelte. Das ist unsere Modellsprungantwort. Nicht? Und jetzt haben wir ein Modell, was wir in Boris weiterverarbeiten können mit Standardblöcken. Das heißt, ich kann jetzt hier mir in Boris mein PT2-Block zum Beispiel nehmen und kann die Kennwerte, die ich gerade ermittelt habe, da mal eintippen. Ich hatte also ermittelt einen Proportionalbeiwert von 0,622, eine Zeitkonstante von 3,67 und die zweite von 1,67. Das sind also die Kennwerte, die mir dieses System Identification Center gerade ermittelt hat. Und jetzt können wir nochmal einen Rückvergleich machen. Jetzt nehme ich dieses System Identification Center wieder raus. Wir nehmen unseren Modellblock, den wir gerade ermittelt haben, verdrahten den so wie die reale Regelstrecke, geben entsprechend den Ausgang auch auf unseren Zeitverlaufblock. Und jetzt können wir nochmal ein Experiment starten. Und jetzt sollten wir zweimal mehr oder weniger deckungsgleich dieselbe Kurve kriegen. Nicht? Und Sie sehen, das ist auch der Fall. Ich mache mal zwei getrennte Grafiken, damit Sie das tatsächlich sehen. Ich habe also oben jetzt nochmal meine gemessene Sprungantwort der realen Regelstrecke und unten habe ich meine Modellsprungantwort meines PT2-Blocks. Den könnte ich jetzt in Boris zur Simulation nehmen, als Simulationsmodell für die echte Regelstrecke. Nicht? Sie sehen, die Kurven sind mehr oder weniger identisch. Nicht? Das sehen Sie, wenn ich die übereinander lege. Ja, das soll es auch schon gewesen sein. Besten Dank fürs Zuhören.